Heute zeige ich dir drei Möglichkeiten, wie du deine Basslinie erweitern kannst und mehr als nur den Grundton zu spielen. Hi, ich bin der Alex von eBassLernen.de. Schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Das ist das zweite Video einer kleinen Videoreihe und im letzten Video habe ich dir erklärt, wie du eine grundsolide Bassbegleitung zum Song Knocking on Heaven's Door spielen kannst. Und heute zeige ich dir drei Möglichkeiten, wie du aufbauend auf dieser Basslinie ein bisschen mehr Bewegung und Unterhaltung sozusagen in diese Basslinie bekommst und dabei nicht immer nur den Grundton spielst. Aber darauf möchte ich auf jeden Fall nochmal hinweisen, der Grundton ist elementar für uns als Bassisten. Es ist total wichtig, dass wir den Grundton spielen und wenn wir das zu sehr machen, was ich dir heute zeige, kann das auch der Musik einfach im Wege sein. Solltest du das vorherige Video, also das Video 1 dieser Reihe noch nicht angesehen haben, dann solltest du das unbedingt noch tun, denn ich werde auf diese Sachen, die ich in dem vorherigen Video erklärt habe, hier nicht nochmal eingehen. Die erste Möglichkeit wäre, Übergangstöne zu spielen. Was bedeutet das, Übergangstöne spielen? Ganz klar, wie der Name schon sagt, das ist ein Ton, der von einem Akkordwechsel zum nächsten einen Übergang bildet. Erklär mal kurz, was ich meine. Und zwar, du hast jetzt hier das G und dann das D. Und von diesem Akkordwechsel zum nächsten zu kommen, kannst du einen Übergangston spielen. Was bringt das? Ganz einfach, es hat einfach einen geschmeidigeren Übergang. Hat immer noch mal eine andere Farbe dazu. Was für ein Ton kann das jetzt sein? Unterm Strich eigentlich alles. Es kann jeder Ton sein. Es kann ein diatonischer Ton sein, also ein Ton, der quasi in der Tonart drin ist. Es kann aber auch einer sein, der nicht in der Tonart drin ist. Zum Beispiel, dass sich chromatisch annähert, ein nicht diatonischer Ton und so weiter und so fort. Eigentlich, wie gesagt, das kann alles sein. Das Wichtigste ist, dass es gut klingt. So blöd es klingt, ja, wenn man das jetzt so sagt. Aber wichtig ist, wie hört sich das für dich an und wie hört sich das im musikalischen Zusammenhang an? Also nur, weil es auf dem Bass dann vielleicht ganz gut klingt, ohne dass was drumherum ist. Auch wichtig, dass wenn die Gitarre, der Gesang, dass das einfach gut klingt. Dass es einfach ja, Sinn ergibt, musikalisch gesehen. Jetzt will ich aber nicht so viel reden, sondern schauen wir uns mal an, was ich hier für eine Möglichkeit gefunden habe. Und zwar, wir haben einmal hier vom G zum D. Und da würde ich als Übergangston hier das A spielen. Wir bauen jetzt bei der ganzen Sache mal auf die Möglichkeit oder auf die Variante Nummer 1, die wir im ersten Video gemacht haben, wo wir quasi immer auf die 1 immer nur den Grundton gespielt haben, beziehungsweise wenn ein neuer Akkord gekommen ist, einen neuen Grundton gespielt haben. Und deswegen spielen wir den Übergangston jetzt auch immer kurz bevor der neue Akkord kommt. Soll heißen, auf die Achtel davor. Das heißt, ich spiele jetzt hier, wenn ich vom G zum D spiele, auf die 2 und das A als Übergangston. Klingt dann folgendermaßen. 1 und 2 und 3 und 4. So, und dann will ich zum A und auch da brauche ich einen Übergangston, wenn ich vom D zum A wechsle und dann nehme ich einfach hier das G als Übergangston und wie gesagt, ich spiele das immer kurz bevor ich den Akkordwechsel mache, in dem Fall hier quasi auf die 4 und. Ich fange aber hier bei 3 mit dem D an und dann wechseln wir hier drüber aufs A. 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Ja, und dann sind wir beim A. Dann im A-Ton, im A-Takt sozusagen, müssen wir wieder zurück zum G. Denn der A bleibt ja jetzt hier den ganzen Takt lang liegen. Und wir brauchen jetzt quasi einen Übergangston, um wieder zurück zum G zu kommen. Und da klingt zum Beispiel hier das D ganz gut. Ich spiele jetzt folgenden Rhythmus. Ich spiele beim A einmal auf die 1. Dann spiele ich nochmal auf die 3 und auf die 4 und spiele ich hier das D als Übergangston zum G. Okay, ich spiele mal diesen A-Takt. 3 und 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Und dann bin ich quasi schon wieder fast daheim. Denn dann kommt wieder das Gleiche nochmal. Ich komme wieder vom G, so ein 2, zum D, das haben wir schon gehabt. So, und jetzt kommt aber als danach nicht das A, sondern das C. Und als Übergangston zum C spiele ich im Endeffekt hier auch einfach nur das A. Das heißt einfach nur A. Ich spiele das A. Wie gesagt, ich könnte ja jeden anderen Ton auch nehmen. Das kannst du ja dann danach noch rumexperimentieren. Ich will dir erstmal eine Möglichkeit zeigen. Und das klänge dann so. Wir kommen hier vom D und spielen dann die 4 und hier das A und sind dann beim C-Takt. 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Und dann bist du hier beim C. Das ist quasi unser letzter Takt, den wir in diesem Teil überhaupt haben. Und da machen wir das gleiche wieder wie auch beim A-Moll-Takt, halt diesmal nur mit C. Wir spielen wieder bei 1 und bei 3 das C an und auf die 4 und spielen wir das D, denn wir müssen ja wieder zurück zum G. Klingt dann folgendermaßen. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Und damit hättest du quasi von jedem Akkordwechsel einfach so einen kleinen Übergangston zum nächsten Akkord gespielt. Das Ganze klingt dann im musikalischen Zusammenhang so. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1. Die
zweite Möglichkeit wäre, dass du eine Basslinie mit Akkordtönen bzw. Arpeggios bildest. Ich habe meine Basslinie vorbereitet, indem ich dir zeige, wie man das zum Beispiel machen könnte. Ich will jetzt hier gar nicht so sehr darauf eingehen, welche Akkordtöne bei welchen Akkord sind. Dafür wäre das Video hier einfach zu lang. Wenn euch das interessiert, dass ich mal erkläre, wie geht es eigentlich mit den Akkordtönen, wie spielt man denn ein Arpeggio bei einem Dur und bei einem Mollakkord, schreibt mir es in die Kommentare, mache ich gerne auch mal ein Video dazu. Und zwar, es ändert sich jetzt auch ein bisschen der Rhythmus. Und zwar, wenn man jetzt einfach nur auf die 1 und auf die 2 und auf die 3 und auf die 3 und spielen würde, könnte man nicht so wahnsinnig viele Töne spielen. Deswegen tun wir den Rhythmus mal ein bisschen erweitern und spielen quasi immer bei 1, 2 und 3, 4 und. Dass wir diesen Rhythmus quasi ein bisschen mehr erweitern und da mehr Möglichkeiten haben, überhaupt auch Töne unterzukriegen. Die Sache, die ich vorbereitet habe, ist folgende. Wir fangen wieder an hier mit dem G. Und das Arpeggio für G Dur wäre so, G, H, D. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil der D-Akkord oder das D auch der Grundton vom nächsten Akkord ist und wir das sozusagen schon vorwegnehmen würden. Deswegen bleibt uns für unsere Bassbegleitung hier eigentlich auch nur das G und das H. Es geht auch anders, aber ich will es jetzt hier einfach nicht zu sehr komplizierter machen, als es eigentlich nicht ist. So, dann, das heißt, ich spiele dann quasi einfach bei 1 das G, dann bei 2 wieder das G und bei 2 und das H. Haben wir gesagt, dass wir 1, 2 und 3, 4 und als Rhythmus spielen. Das heißt, am Anfang wird dann erstmal so klingen. 1, 2 und dann sind wir bei 3 beim D. Und dann spielen wir beim D genau das gleiche Prinzip. Wir spielen auch wieder den Dreiklang und der Dreiklang bei D wäre D fürs A. Du siehst das nächste, wir haben hier schon wieder einen Akkordton, der Grundton des nächsten Akkordes ist, nämlich A. Das heißt, ich kann auch das A nicht spielen, zumindest nicht als Basslinie vom D aus gesehen. Deswegen spiele ich einfach nur die Töne D und Fis. Aber ich spiele das Fis nicht hier oben, sondern ich spiele das Fis hier unten. Denn auch wenn der Ton hier tiefer ist als der Grundton, es bleibt trotzdem die Terz des Akkordes D-Dur. Und das heißt, ich spiele beim D dann einfach folgenden Griff. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und dann bin ich beim A. So, beim A habe ich natürlich mehr Möglichkeiten, denn ich habe den A-Moll den ganzen Takt lang. Das heißt, ich kann alle alle drei Akkordtöne spielen. Und das wäre hier einmal das A, das C und das E. Das sind die Töne des Akkordes A-Moll. A, C, E und wieder zurück. So, und dann mache ich im Endeffekt nichts anderes, als diesen Rhythmus, den ich vorhin gesagt habe, einfach nacheinander einmal durchzuspielen und die Töne nacheinander zu spielen. Klingt dann folgendermaßen. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Okay. Dann habe ich quasi den ersten Teil schon gemacht. Der zweite Teil ist ja erstmal am Anfang das gleiche. Das heißt, ich habe wieder G, G, H, D, D und jetzt kann ich was anderes machen. Denn ich muss ja nicht über das Fis gehen, denn ich habe ja einen anderen Zielakkord. Ich will jetzt zum C. Und deswegen spiele ich jetzt einfach D und A. Und damit komme ich hier zum C. Klingt dann folgendermaßen. Also ich fange nochmal bei G an. 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Ja, dann wäre ich hier beim C. Ich könnte das A auch nicht gegriffen spielen, sondern als Leerseite. Das bleibt völlig dir überlassen. Und dann habe ich wieder Zeit, nämlich den ganzen Takt lang hier das C mit Akkordtönen zu füllen. Ich habe mich mal für folgende Variante entschieden. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Habe quasi auch das tiefe E mitgenommen. Gleich am besten nochmal. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Und dann geht die ganze Sache wieder von vorne los. Die dritte Möglichkeit wäre, ein sogenanntes Fill-In zu spielen. Was ist ein Fill-In und wie macht man das am besten? Also zuallererst, ein Fill-In ist einfach, wie der Name schon sagt, eine Lücke füllen. Und du kannst natürlich auch nur eine Lücke füllen, wo auch eine ist. Das heißt, du kannst nicht ständig Fill-Ins spielen. Das macht dann irgendwann auch einfach eine unrunde Sache, sondern du solltest das eher am Ende einer Section spielen, also quasi nach 8 Takten oder am Ende von einem Refrain oder wie auch immer. Oder, wie wir das hier in unserem Beispiel machen, zum Beispiel auch am Ende von immer 2 Takten, denn wir haben ja immer 2 Takte, G und D, wo sich quasi einen Takt 2 Akkorde teilt. Da ein Fill-In zu spielen, das ist schon ziemlich gewagt, weil ja an sich schon relativ viel los ist in dem Takt. Du hast ja 2 verschiedene Akkorde.
Und in dem zweiten Takt jeweils, also bei C und bei A-Moll, hättest du Zeit, ein Fill-In zu spielen, denn du hast ja einen Takt lang den ganzen Akkord. Ja, da würde es sich quasi lohnen, das zu tun. Der Grundgroove, bevor wir jetzt hier diese Fill-Ins spielen, baut im Endeffekt auf den zweiten Groove aus dem ersten Video aus. Das heißt, wo wir die ganze Zeit immer Viertelnoten spielen. Das heißt, 1, 2, G, 3, 4, D und so weiter und so fort. Was spielen wir für Töne? Auch da kannst du im Endeffekt unterm Strich wieder alles machen. Jetzt darauf einzugehen, wie man auch ein Fill-In kommt und was man da nicht alles machen kann, das täte auch wieder den Rahmen hier dieses Videos sprengen. Ich kann da auch gerne mal ein Video zu machen, wenn du magst, wo ich sage, drei Möglichkeiten zum Beispiel, wie man Fill-In spielen kann und wie man da auf Töne kommt. Ich möchte dir jetzt einfach hier nur mal eine Möglichkeit zeigen, was du zum Beispiel für Fill-In spielen kann. Und zwar, wir legen los, G und D ist wie gehabt, einfach Viertelnoten, 1, 2, 3, 4 und dann kommt A. So, und ich würde vorschlagen, wir machen das Fill-In immer auf die C-Zeit 3. Das heißt, wir spielen bei 1 und 2, 1, 2, einfach Viertelnoten A und dann spielen wir das sogenannte Fill-In. Und als Fill-In spielen wir einfach Achtelnoten und zwar, wir spielen hier die Töne A, G und E, D. Das heißt, wir haben jetzt quasi hier einmal den Ton im siebten Bund auf der D-Seite, das ist das A. Dann im fünften Bund mit dem ersten Finger, das ist das G. Und dann machen wir das gleiche, einfach eine Seite tiefer auf der A-Seite. Das sind dann die Töne E und D im siebten und im fünften Bund. Klingt dann quasi so. Ich zähle einfach mal mit. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Zwei. Und dann geht es wieder runter, gehen zu G. Denn so geht das Ding ja weiter. Und beim zweiten Mal gehen wir dann quasi nicht aufs A, sondern aufs D, aufs C. Entschuldigung, aufs C runter. Und auch da kannst du im Endeffekt wieder anfangen, ein Fill-In zu spielen. Du könntest das gleiche Fill-In wieder spielen, das täte auch gut klingen. Aber ich will dir natürlich einfach auch zeigen, dass es auch anders geht. Das Prinzip ist das gleiche. Wir spielen G und D, wie wir das vorhin auch gemacht haben. Und auch beim C spielen wir 1 und 2, ganz normale Viertelnoten. Und das Fill-In beginnt erst bei 3. Wir starten aber diesmal hier nicht auf dem A, sondern wir starten hier auf dem G. Quasi mit dem ersten Finger im fünften Bund auf der D-Seite, das ist hier das G, und spielen dann folgende Töne. Also fünfter Bund, D-Seite, siebter Bund, A-Seite, fünfter Bund, A-Seite, siebter Bund, E-Seite. Also 5, 7, 5, 7 und dann geht es wieder von vorne bei G los. Denn dann sind schon die 4 Achtel rum, das heißt das Fill-In dauert nur 4 Achtel lang. Spielen wir auch den Teil mal zusammen. Wir fangen gleich mal beim C an. 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Das wären drei Möglichkeiten, wie du die Akkordprogression von Knockin' on Heaven's Door, aber im Endeffekt auch eigentlich so gut wie jeden anderen Song, deine Basslinie ein bisschen anders gestalten kannst und weg davon kommst, nur den Grundton zu spielen. Ich kann mich nur wiederholen, Grundton ist ganz, ganz wichtig. Ich danke dir herzlich fürs Zuschauen. Das PDF mit den einzelnen Noten dazu findest du nochmal. Unten ist die Videobeschreibung auf meiner Homepage, da findest du den Link dazu unten in der Videobeschreibung und auch ein Play-Along, wo du das Ganze nochmal dazu üben kannst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Experimentieren mit den Tönen, was du für Übergangstöne, was du für Fill-Ins und was du mit den Akkordtönen spielen kannst. Viel Spaß, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Alex von Eberslern.de. Ciao.